So, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Fishing Barren Sea mit meiner Wenigkeit. Wir haben eins neu geladen und sehen aber, das Wasser ist trotzdem weiterhin tiefschwarz. Ist scheinbar doch so gewollt. Kann ich mir jetzt aber auch nichts anderes mehr unten drunter vorstellen. Man sieht, hier ist das Wasser ja noch normal, aber ja gut, keine Sonne, keine Reflexion. Ist gleich schwarzes Wasser. Kann durchaus möglich sein. Wir haben aber auch mit, wie soll man sagen, relativ ja, schweren Stürmen zu kämpfen. Ebenfalls zum ganz minimal gefühlt. Wir haben beim letzten Mal, haben wir erfolgreich unseren Fisch ausgenommen, allerdings unter Wasser. Muss man sagen, sind wir bestimmt auch der Ersten, die das so gesehen haben. So. Da holen wir uns hier noch die zweite Linie ein. Mitten im Nirgendwo. Um 2 Uhr nachts. Und dann hoffen wir einfach mal. Oh ja, ja, das geht nämlich jetzt ja schon. Man sieht's halt. Das ist jetzt schon echt nicht mehr der beste Ertrag. Haben wir uns minimal verkalkuliert. Aber so ist das nicht manchmal. Aber reinholen müssen wir es trotzdem. Trotzdem, sonst ist es ein Wertverlust jenseits von Gut und Böse. Sind halt nur noch 6 dran, aber okay. Aber jetzt, jetzt wirkt das Wasser irgendwie ganz ruhig. Gucken, ob das dann beim Schneiden auch so der Fall ist. Okay, wir haben trotzdem 10 Tonnen. Jetzt hat sich das Wasser auch durchaus beruhigt. Ich habe halt jetzt einfach nur Scheiße geschnitten. Gut, jetzt geht's wieder. Aber das war jetzt also gerade eben oder in der letzten Folge eher gesagt, da war das schon, ich sag mal, echt kriminell. Also, das war nicht von schlechten Eltern. Ne? Da hat das Boot mal ganz kurze Hand. Sind wir da einmal unten links oder am Erdboden so vorbeigeschliffen, würde ich sagen. Das war schon nicht verkehrt. Alles klar, schön nach unten abgedriftet. Es gab noch eine Dreier. Dann machen wir einmal aber hier erfolgreich erstmal zurück. So, 6 Kilometer, die wir hier zurücklegen müssen. Ist halt, das ist halt echt am Hintern der Welt hier. Oh, hat aber trotzdem nochmal 208.000 eingebracht. Gut. Mal kurz hier am Dock nachfuelen. Und reparieren. Gehen nochmal fischen. Dafür gehen wir aber unser Crewmitglieder so erstmal ein bisschen rasten. Ne, nicht, dass wir überfordern den Clan. Gucken wir mal kurz hier Kabel. Ja, den haben wir jetzt sogar relativ. Wir haben sogar das erste Mal Pollock. Wieder so mehr oder weniger ganz gut dabei. Ich muss aber gerade noch mal ranziehen. Weil wir müssen hier unsere Netze reparieren. So. Das heißt, wir machen jetzt ein bisschen auf Pollack. Wir machen das erste auf Pollack eher gesagt. Also ein Netz Pollack hauen wir hier raus. Genau, da haben wir jetzt hier eine Pollock raus. Und den Rest müssen wir da mal schauen. Weil wir haben es jetzt hier 7 Uhr morgens, ist eigentlich hell, das Wasser ist halt trotzdem finster. Das verstehe ich halt nicht, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass das so gewollt ist. Dass das einfach nur, ja, keine Ahnung, ein Grafikfehler ist. Ja, hier sieht man ja, hier ist das Wasser in Ordnung, aber ansonsten ist das Wasser schwarz. Ziemlich schwarz. Es ist ja alles schwarz, obwohl es eigentlich hell ist. Komische Sache. Sehr, sehr komische Sache.
Aber wird schon alles so irgendwie gewollt sein, würde ich mal behaupten. Gut, sehr schön. Dann haben wir hier den Pollack gehabt. Dann haben wir jetzt hier ja auch nochmal größere Dinger von Kabeljau. So, ungefähr. Größere. Warte mal, wir drehen mal hier kurz eine Runde. Irgendwas blockiert. So. Gut, dann machen wir hier weiter. So, einmal auswerfen bitte. Das sieht halt echt strange aus, ne? Ich sehe aber auch am Himmel nicht wirklich eine Sonne oder irgendwie sowas, deswegen. Ja, das ist das Wasser. Ich meine, so hier unten sieht man es ja und da wo es Licht ist, sieht man es halt auch ein bisschen, aber diese Lichtquelle kriegt das ja auch nicht mehr aufgehellt. Oder nicht krass aufgehellt. Hier sieht man es halt mal, aber. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gewollt ist. Weil das sieht halt. Das sieht halt zu komisch aus. So, hier. Und dann haben wir da noch eine kleine Fläche und da noch eine kleine Fläche. Mensch, über eine kleine Fläche. Die ist halt echt klein, aber wir versuchen es einfach mal. So. Dann lassen wir das ja noch auslaufen. Dann haben wir wieder drei draußen. Wir können eigentlich auch noch mal vier mit rausnehmen, oder? Das ist immer so. Uiuiuiuiuiui. Mal bitte hier in der Mitte bleiben, bitte. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, Chefi. Ja, ganz ruhig. Gar nicht so dramatisch. Was sagt denn hier das Wetter? Wir haben minus 7 Grad, ist klar. Bitte Schnee, 12%. Sturm, 3,0. Oktras, 2 Oktras, was auch immer Oktras sind. Und 12,8 Kilometer. Weiß ich nicht, was er mir damit sagen will. Kilometer, ja doch. Nee, habe ich keine Ahnung, was er mit sagen will. Morgen schneit es den ganzen Tag, also Sonntag in dem Falle, Montag auch, Dienstag minus 10 Grad, ist halt schon scheiße kalt, aber wir sind halt auch in Norwegen. Da muss man damit rechnen. Ich würde mal sagen, den nächsten, wir setzen das einfach mal hier hin. Ich habe keine Ahnung, inwiefern uns das was bringt. Gucken wir mal hier die Line an. Die ersten haben wir erstmal noch 10 Stunden Zeit. Lagerraum haben wir gar nicht. Kabeljau, Groten, Rotbarsch. Rotbarsch können wir maximal 35.000 Kilo oder so. Na gut, ich glaube, die sind in der Ruhezeit aktuell. Das Höchste, was wir rausholen können, sind Pollack mit 200.000 Kilo. So, dann haben wir das auch draußen. Sehr schön. Dann ziehen wir mal hier so ein bisschen nach oben. Machen hier ringsherum. War das das erste, was draußen war? Ja, das war das erste, was draußen war. Machen wir hier so hin. Da braten wir mal ein bisschen Sprit. Sieht schon gar nicht mal so verkehrt aus. Ja, schön. Und noch ein bisschen hier. So. Ah,
Ah ja, wunderbar. Kann mal gucken, dass wir dann hier irgendwie so am sanftesten rankommen. So. Ist natürlich schon wieder wunderbar, 3 Uhr nachts, aber ich sehe meine Boje da vorne. Aber es geht auch schon wieder ein extremer Wellengang hier los. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Zack, da ist die Boje nämlich mal kurzerhand weg. Und ich sehe sie nicht mehr. Doch, jetzt sehe ich sie wieder. Jetzt bin ich auch viel zu nah dran. Sehr gut. Also im Moment, wo ist denn hier mein Ivan? Ivani! Ivani, du musst raus! Es geht weiter! Mit Arbeiten hier! Oh, jetzt sehe ich doch das Ding gleich gar nicht mehr. Uiuiui. Bist du an deinem Arbeitsplatz? Sehr schön. Oh, Gottes Willen. Wollte gerade sagen. Fängt es jetzt schon wieder. Gut, haben wir 11 Stück dran. Schon mal sehr gut. Ich meine, mehr wie 10 wird ja eh nicht, aber. So, mal gucken. Also da bin ich echt mal gespannt, wenn wir dann mal, also das nächste hat dann ja definitiv ein größeres Ladevolumen. Wie viel wir da, wenn wir wirklich das alles so perfekt machen, also wirklich auf die perfekte Zeit abwarten etc. pp, dass wir dann so pro Netz rauskriegen. Weil das muss ja wahnsinnig sein. Also wenn wir hier schon, selbst mit, ich nenn's mal, Entschuldigung, mit einem schlechten Ergebnis so wahnsinnig viel rausbekommen. Das ist die Hermes wird krass. Hermes ist ja das letzte. Was haben wir hier größtenteils jetzt rausgekriegt? Schnellfisch, ne? Ja, Schnellfisch und Kabel. Ja, gut, das wollte ich aber eigentlich auch. Aber jetzt geht das schon wieder los, ja, oder? Ja. Wow. Oh, wow, wow, wow. Ja, das kann ja wieder nur gute Qualität bedeuten. Hier muss man sich jetzt echt ein bisschen anstrengen. Oder, ja, Weil das Problem ist, das Zeug geht zwar mit, so ungefähr, aber auch nicht so ganz. Also gerade wenn es sich dann mal so gefühlt über einen kompletten Kopf dreht, das Schiff, ja. Dass wir mal komplett unter Wasser eingetaucht sind. Und das war gut, das war gut. Das war schön geschmeidig, das war eine schöne, schön rechts auswärts. Ja, jetzt haben wir unsere letzten drei hier wieder nicht. Hier, sowas hier zum Beispiel. Das bedingt das Ganze ja nämlich nicht mit so. Zack, sehr schön. Mal kurz ein bisschen mit Wasser überflossen. Schade. So. Ja. Das kann natürlich nichts werden. Oh, Alter, genau, jetzt drehen wir uns wieder hier komplett. Wir sind gar nicht so weit hier von unserem Hafen entfernt, ne? Ich will's nur mal gesagt haben. So, das ist das nächste, der fertig wird. So, ja, bitte einmal verkaufen. Sehr schön. Dann einmal hier am Dock ein bisschen Fuel nachkaufen. Wer will ja gar nicht. Ja, komm, nee. Wir drehen geradeaus. Wir drehen geradeaus raus. Komm, let it go. So, sehr schön, weil der nächste, der hier fertig wird, ist es im Bäder, oder? 17,5, 18,5. Naja, 18,5 ist zuerst dran. So, sehr schön. Ich sehe hier schon wieder gar nichts. Das Licht sehe ich auch gerade absolut nicht mehr, sondern eher weniger. Irgendwo hier muss unsere Boje sein. Ach, da vorne. Ja, das ist nicht. Das war fast richtig. Also, wir waren. Das war fast richtig. Halt nicht ganz, es war halt noch fast richtig. Ja, wir nehmen sie mit. Wollen wir aber eigentlich gar nicht. Ja, Moment, alles unter Kontrolle.
Veloria. Ist gerade gar nicht so einfach hier, ne? Also. Ja, wunderbar. Hi, hi, hi. Und schon ist Totenstille. Ne? Also wirklich Totenstille, keine Musik, keine Weltgeräusche. Gar nicht mehr. Ach ja, naja, das Spiel hat halt leider Gottes noch echt mit ein paar Bugs zu kämpfen. Aber gut, ist das erste Spiel von dem Entwicklerstudio, oder von den, ja doch, das ist, glaube ich, das erste Spiel von dem Entwicklerstudio, wenn mich nicht alles täuscht. Also von daher, gut, möge mal verziehen werden. Aber wenn ich immer noch der Meinung bin, also entweder ist das Wasser so über die Wintermonate, ist das Wasser dort so, dass es tief schwarz ist. Gibt's ja, das Wasser kann ja auch komplett verdreckt sein oder dunkel oder whatever, dann ist es halt ein strahlenblau und schießt mich tot. Oder wenn es halt zu dunkel ist und nicht richtig die Sonne rauskommt, gibt's ja irgendwie alles, aber... Oh, Entschuldigung. Aber es kann nur sein, dass es einfach nur ein Grafikfehler ist. Obwohl, man sieht es hier zum Beispiel schon wieder so, ne? Also, es gibt einige Stellen, da erkennst du das wieder als Wasser. Verstehe ich halt nicht so wirklich. So, aber Hauptsache, ja. Ich wollte eigentlich gerade, ja, alles klar. Wollte eigentlich gerade sagen, Hauptsache, das Ding hält stille, aber ist leider auch nicht so 100% dabei. Jo, einmal komplett über die Magneten gezogen. Ja, das haben wir noch gut gerettet. Das ist sogar ein Fünfer, alles klar. Da haben wir wieder die restlichen hier hinten getroffen. So, ihr schwappt schon wieder das erste Wasser. Schwappt schon wieder übers Boot. So, 600 Kilo noch. Aufpassen hier. Schön, schön, schön. Schöne Sache, schöne Sache. Dann wollen wir mal selber loben hier. Ja. Haben wir wenigstens schon mal mehr wie die Hälfte. Das ist auch schon mal viel wert. So, das ist jetzt das nächste, was da fertig ist. Dann rausholen müssen. Das könnte dann schon fast wieder ein little bit zu spät sein. Sehr schön. Machen wir gleich halt. Jetzt hätten wir auf jeden Fall schon mal die Kohle. Jetzt hätten wir auf jeden Fall schon mal die Kohle für das neue Schiff. Auch schon mal eine Menge wert. Zu sein, dass wir die jetzt hier reinholen. Und das ist aber auch schon 19 Stunden, 20 Stunden. Ja, jetzt müssen wir hier ein bisschen Gas geben. Hier ist es schon mal, das seht ihr. Aber meine Freunde, wir sind eh erstmal fertig hier für den Part. Deswegen danke ich auch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn ihr mögt. Das Däumchen da lassen nicht vergessen. Und ja, bis denne. Hau da rein, tschüss.